Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute mal wieder ein alter Frischer auf QueerForGames.net. Heute habe ich mir gedacht, dass wir den neuen Spielern auf QueerForGames mal einen Beacon schenken. Wir suchen uns hier jetzt ungefähr drei Spieler raus. Die fragen wir erstmal, wie es dir geht, ob wir denen helfen können. Und dann fragen wir, ob wir denen was geben können. Und ja, Leute, dann kriegen die von mir einen Beacon. Ich hoffe, die werden sich freuen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder beim allerersten Spieler. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon beim allerersten Spieler. Wir fragen ihn erstmal, wie es ihm geht und ob wir ihm helfen können. MSG MT, wie geht's dir? So. So, wir schreiben ihm das einfach mal per MSG. Er hat hier jetzt schon ein kleines Häuschen aufgebaut, Leute, wie ihr sehen könnt. Sieht auch schon mal nicht so schlecht aus. Kann man dir helfen? Wir fragen jetzt mal, kann man dir irgendwie helfen? So, Leute, Inneneinrichtung fehlt halt natürlich noch, aber egal. Ist halt noch ein neuer Spieler, kann man dir helfen? Irgendwie. Ja, irgendwie ist jetzt. Mal sehen, ob er uns was schreibt, was wir vielleicht für ihn machen können. Oder ob er einfach sagt, nee, Digga, ich brauch nichts, bin neuer Spieler, aber komm super zurecht. Ich hasse das auch immer, Leute, die schreiben immer so langsam. Man kann eigentlich schnell antworten, wenn man hier eine Tastatur hat, slash R. Gut, er kennt sich jetzt bestimmt noch nicht so mit den Befehlen aus. Ah, hallo, den kenne ich sogar, oder? Shuri. Nee, müsste ich kennen. Hallo? Noch da? Hallo? Guten Tag. Nee. Okay, er hat einfach nee geschrieben. Okay, wir fragen ihn einfach mal. Darf ich dir was geben? So, Leute, ihr seht ja auch schon in der Tabliste, sind viele Spieler online, deswegen lässt sich das auf CityBit 16 am besten machen, weil ja auch immer direkt die neuen Spieler anfangen. Tut mir leid, dass in letzter Zeit jetzt nicht so viele Videos kamen. Hatte ein bisschen Schulstress. Es wird auch in nächster Zeit auch so sein, dass wir wirklich nur Videos kommen werden, aber auch keine Livestreams jetzt. Ich hoffe, das ist für euch nicht so schlimm. Ja, kann ich dir was geben? Das werden so Formate sein wie das jetzt hier oder Scammer suchen oder so. Kann ich dir was geben? Ja? Muss mir schon, Digga. Ist ja ein bisschen taub in den Ohren hier. Hallo. Kann ich dir was geben? Jetzt hat er es endlich mal bemerkt. Also, ich glaube, manche QueerForGames-Spieler lesen einfach nicht den Chat so häufig. So. Wir wollen ihm natürlich ein Beacon schenken, Leute. Von Anfang ist es immer gut. Und natürlich ein paar Eisenblöcke, damit er die aktivieren kann. So, 9 Stück braucht man, glaube ich, dazu. Ja, ein Beacon. Jo, kriegst du von mir aus. Bitteschön, Digga. Viel Spaß damit. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Spieler, dem wir vielleicht helfen können. Okay, Leute, da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Spieler angekommen, und zwar beim gleichen Nico. Vielleicht ist es ja hier... Was macht er denn gerade? Er baut hier schon mit Quarz, also hat da schon ein bisschen was gefahren. Beacons hat er auch schon, hey. Wir fragen mal, wie geht's? Die üblichen Fragen halt. Digga, das kommt mir vor wie so ein WhatsApp-Gespräch irgendwie. Er hat schon kein schlechtes Haus, besser als die meisten Anfänger, die ich treffe. Der hat schon ein recht ordentliches Haus, finde ich. Ja. Ja. Gut. Kann man dir irgendwie wird, glaube ich, zusammengeschrieben, helfen. Fragen mal. Okay, dann fragen wir bereits schon mal die Frage, kann ich dir was geben? So, Leute, wir holen uns mal noch einen schönen Beacon raus. Nein, danke, ich komme schon allein zurecht, aber trotzdem danke für die Frage. Kann ich dir was geben? Mal sehen, ob ich ihm was schenken kann, Leute. Ob ich ihm was geben kann. Oh, vielleicht, wenn du möchtest. Bitteschön. Wir schreiben einfach mal noch
Willkommen auf Griefer Games. So, sicher, dass du die brauche ich nicht. Okay, Leute, dann haben wir auch schon den nächsten beschenkt. Der war auch mal wieder recht freundlich. Ich würde sagen, weil das Format jetzt schon etwas länger geht, wir machen einfach mal für diese Folge jetzt Schluss. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.